Donc, mesdames et messieurs, chers collègues, merci pour l'invitation, merci pour la possibilité de parler ici. Donc, après 3 présentations en français, je crois que je vais continuer quand même en allemand. Ich hoffe, dass die Übersetzung auch noch mag, trotz dieser großen Hitze. Ich habe jetzt die etwas undankbare Aufgabe, nach so vielen Vorträgen, die so viel Substanz auch geliefert haben, Ihnen noch 20 Minuten sozusagen nochmal etwas Neues zu präsentieren. Das wird mir gar nicht gelingen können, deswegen habe ich beschlossen, einen Versuch zu starten, in dem ich eigentlich gar nicht jetzt ein neues Projekt oder einen neuen Aspekt nochmal hervorhebe, sondern versuche eine Art Rückschau nochmal zu halten auf die Entwicklungen, die wir in den letzten Jahren gesehen haben und dabei aber auch im zweiten Teil zu schauen, was kommt nach dem Social Web, was könnte vielleicht das nächste Thema sein, das uns interessiert. Vielleicht zur chronologischen Einordnung. Sie wissen, das Web ist ungefähr 20 Jahre alt. Das heißt, wir haben doch schon eine eigene Geschichte. Ein Teil davon, das wir auch heute besprochen haben, das E-Mail ist noch viel älter. Das ist ziemlich genau jetzt nämlich 40 Jahre alt. Da sehen Sie ungefähr die zeitlichen Dimensionen, die ich jetzt kurz analysieren möchte. Ich glaube, wir können sinnvollerweise ungefähr in der Mitte der 90er Jahre einsetzen, wenn wir vom wissenschaftlichen Gebrauch des Digitalen, also von einem Digital Turn in den Geschichtswissenschaften reden. Ich beschränke mich auf die Geschichtswissenschaften und ich würde sagen, eine erste wichtige Dimension in diesem Turn war die Nutzung des Netzes als Recherchierinstrument. Sie kennen das vielleicht noch, die älteren Semester unter Ihnen kennen noch diese alten Katalogsysteme, das war Internet und das war digital, aber es war nicht World Wide Web, das war früher. Sie kennen vielleicht, die deutschsprachigen Kollegen hier kennen vielleicht auch Hasods Ukult. Das ist genau 15 Jahre her, dass das gegründet wurde, also auch eine relativ alte Geschichte. Das sah damals ungefähr so aus. Und ich würde sagen, 5 Jahre, ich mache das jetzt relativ schnell im Sinn von einzelnen Highlights, ungefähr 5 Jahre später gab es eine neue Wende im Sinn von einer neuen Dimension, die dann auch genutzt wurde. Das heißt nicht, dass es Ausnahmen gab, aber dann fängt doch etwas Neues an. Man publiziert wirklich im Netz in einem breiten Ausmaß. Hier das Institut Historique Allemand de Paris mit dem ersten Auftritt, das ich noch ausgraben konnte im archive.org. Aus dem Jahre, Sie sehen es unten an der URL, aus dem Jahre 98, das sah ungefähr so aus. Es ist wahrscheinlich hier im Haus nicht archiviert, aber in der Library of Congress beim Internet Archive ist noch eine Kopie vorhanden. Eine andere Form von Publikation, die dann angefangen hat in den Humanities, sind ganze Bücher, die hybrid erschienen sind. Das war eher unüblich in der Zeit, aber Sie sehen hier das Buch von Michael Nentwich, der jetzt irgendwie noch halb krank oder hoffentlich wieder gesund auf dem Heimweg ist, der heute Morgen hätte sprechen sollen. Er war sicher einer der Ersten, der das auch wirklich ausprobiert hat. Eine andere Publikationsform auch Anfang der 2000er Jahre waren größere Projekte, hier ein Projekt aus Österreich, Digital Past. Da ging es darum, einen Hypertext speziell zu entwickeln, der in diesem Fall von ungefähr 60 Autoren erstellt wurde, mit ungefähr 700 Texten und mit x-tausend Links, die dann intern hier geschaffen wurden. Es ging um die Zeitenwende, Ende 15. Jahrhundert und das wurde hier aufgearbeitet. Das ist 10 Jahre alt ungefähr, also schon ein ziemlich altes Projekt, also nichts Neues.
Kommen wir, jetzt mache ich im Schnellzugstempo, kommen wir zur nächsten Phase. Das ist das Kommunizieren im Netz. Das ist das, was wir heute und auch gestern in der Einleitung von Gert im Vordergrund gehabt haben, die Kommunikation im Netz. Ich setze das mal etwas provokativ mit 2006 an. Natürlich gibt es vorher schon Kommunikation, aber doch eher E-Mail. Und jetzt in einer komplexeren Form 2006 natürlich das, der Sammelbegriff dazu Web 2.0. Das ist sozusagen hier die bekannte Tag Cloud dazu, jetzt hier mit englischen Ausdrücken. Viele davon sind heute gefallen, viele haben wir heute auch sehr ausführlich besprochen. Wenn man das versucht, ein bisschen zu systematisieren, und das ist mein Anliegen, dass wir uns quasi positionieren, wo stehen wir heute, dann kann man so ein Dreieck zeichnen, das habe ich nicht selber gemacht, das ist Ebersbach, Glaser und Heigl. Und man kann die drei Schwerpunkte setzen, Kollaboration, Kooperation, Kollaboration, oben als ein Eckpfeiler. Man kann links, sehen Sie die Information und rechts die Beziehungspflege, also das soziale Element am Ganzen. Jetzt spannend ist, dass man jetzt hier die einzelnen Punkte, die wir heute diskutiert haben, also die einzelnen Formen vom Social Communication auch verorten kann. Man kann sagen, Wikis haben, das kam heute nur am Rande vor, haben einen Schwerpunkt in der Collaboration. Social Sharing, was ja heute mehrfach ein Thema war, ist ganz stark im Informationsbereich natürlich verankert. Und die Social Networks, die René König dann auch speziell vorgestellt hat, ist natürlich schwerpunktmäßig im Bereich der Beziehungspflege anzusiedeln. Was wir heute, dieses Diagramm ist jetzt auch schon 3 Jahre alt, beobachten können, dass da so Wanderungsprozesse auch stattfinden. Also wenn Sie zum Beispiel Facebook nehmen, ist das ganz klassisch ein Social Network, das nur der Beziehungspflege dient, ursprünglich nur im privaten Bereich und heute ganz stark in diese Richtung hinüber wandert. Also das heißt, es gibt immer mehr reine Informationsangebote, die über Facebook, auch nicht privater Natur, die über Facebook distribuiert werden. Also wir haben hier eine relativ dynamische, ein dynamisches Dreieck und das gilt es, glaube ich, auch zu beobachten, wenn wir versuchen, eben den Ist-Zustand ein bisschen zu analysieren. Es ist nur noch jetzt eine Zusammenfassung von dem, was wir heute gehört haben. Die Blogosphere, die ist relativ gut eingeführt, würde ich jetzt mal sagen. Es gibt auch eine eigentliche Blogosphere, da bin ich mit Klaus Graf eigentlich einig, dass wir da jetzt im deutschsprachigen Raum keine wahnsinnige Vielfalt haben. Es gibt im englischsprachigen Raum aber sehr viele, sehr viel gelesene Blogs im Bereich der Geschichtswissenschaft. Ich glaube, zu Recht wurde heute hier eines vor allem vorgestellt, das eine Vorbildfunktion hat, das ja auch eine lange, die längste Geschichte von allen hat, Archivalia. Da muss ich ja nicht mehr darauf eingehen. Wir haben in diesem Kontext von Social Media auch die ganzen Sharing-Geschichten. Wir haben heute Morgen Nachmittag ein Beispiel mit diesen Bildern aus der Normandie gehört. Das ist eine Praxis, die seit Jahren praktiziert wird, hier bei Flickr Commons. Die haben vor Jahren angefangen, extrem große Bildersammlungen eben ins Netz stellen zu lassen, haben das quasi die Infrastruktur angeboten und machen mit diesem Social Tagging eigentlich ziemlich avancierte Experimente. Allerdings ist das nicht Mainstream geworden. Es sind immer noch, glaube ich, eher spezielle Projekte, wenn man das vergleicht mit den ganz großen Bilderplattformen. Aber es funktioniert und ist doch in Fachkreisen zumindest bekannt. Hier aus dem, ein Beispiel aus dem heute schon mehrfach zitierten Web 1.5.
Das ist ein Ausdruck, den ich mir auch schon notiert hatte heute oder gestern Abend. 1.5 heißt, man orientiert sich ein bisschen an Web 2.0, aber man hat noch ein bisschen ungute Gefühle dabei und ist sehr, wie soll ich sagen, man tut ein bisschen so, wie wenn es Web 2.0 wäre. In Tat und Wahrheit ist es noch sehr konservativ. Hier, ich bin der Mitherausgeber, deswegen darf ich kritisieren, ein größeres Projekt in Potsdam, Docupedia Zeitgeschichte, eigentlich eine Art Referenzwerk für die deutschsprachige Zeitgeschichte, wo wir so tun, es ist wie Docupedia, Wikipedia ist natürlich auch eine bewusste Assoziation, aber es geht im Wesentlichen noch nicht um Kooperation. Es geht eigentlich, die Strukturen sind da, aber gemacht wird es noch nicht wirklich. Also es sind so ganz zögerliche Beispiele. Ein weiteres Beispiel für, ich sage jetzt mal, Social Web mit angezogenen Handbremsen ist hier zu sehen. Sie sehen hier den Nachrichtendienst für Historiker, ein Tool, das es seit auch über 10 Jahren gibt. Die berichten jeden Tag über die historischen Ereignisse, die in den Tagesmedien aufgegriffen werden. Und hier eine Möglichkeit in Facebook, die Facebook nicht nutzt. Also hier wird zwar in Facebook das rausgeschwemmt, aber es ist keine Möglichkeit da, wirklich zu kommentieren. Also angezogene Handbremse, aber man ist dabei. Das einfach mal so als einzelne Beispiele für diese dritte Phase, für diese dritte Dimension der Kommunikation, die wir ja heute in aller Ausführlichkeit ja gehört haben, deswegen habe ich mir erlaubt, hier nur noch einige Highlights, auch nicht so tolle Highlights, also Beispiele, Ihnen zu zeigen. Jetzt ist die Frage, wie es weitergeht. Was kommt nach den drei ersten Schnitten, die ich jetzt gemacht habe, die ja immer zusätzlich dazukommen? Es ist ja nicht so, dass das ein Paradigma ist, das dann die anderen ablöst. Es sind neue Dimensionen, die hinzukommen. Und ich habe mich gefragt, wie wir das heute analysieren könnten. Ich habe nicht 2011 genommen, um diesen schönen 5-Jahres-Schritt einhalten zu können. Ich habe, Sie werden es gleich an den Beispielen sehen, 2011 genommen, weil ich glaube, in den letzten paar Monaten, 1 bis 2 Jahren vielleicht auch, sich doch einiges gewandelt hat im Bereich der Geschichtswissenschaft und der Digitalität dieser Geschichtswissenschaft. Also verstehen Sie diese Jahreszahlen nur so als Andeutung, wo es zeitlich angesiedelt werden könnte. Was man aber sieht, wenn Sie diese 4er-Liste jetzt anschauen, es sind immer mehr Bereiche eines quasi wissenschaftlichen Produktionszyklus erfasst. Also immer mehr Teile dessen, was wir als Faire de l'Histoire bezeichnen, ist jetzt hier in irgendeiner Form im digitalen Kontext erfasst, also quasi eine Neukonfiguration eben von immer mehr Bereichen. Wenn man schaut, wie das jetzt heute ausschaut, würde ich mal in allererster Linie sagen, es ist eine große Zurückhaltung da. Also es ist nicht so, dass im Kreise der Historikerinnen und Historiker jetzt die große Euphorie ausgebrochen wäre. Es scheint eine Art Angst oder ein Unwohlsein davor zu herrschen, dass es doch ein bisschen zu schnell gehen könnte. Ich sage das jetzt sehr zurückhaltend. Ich habe so ein bisschen die Vermutung, dass sehr viele Kolleginnen und Kollegen von uns noch irgendwo in der Phase 1 und 2 stecken geblieben sind. Das heißt, dass jetzt mal so langsam sich angeeignet haben, das Dritte schon ganz revolutionär finden und ganz stolz sind, wenn sie eben einen Weblog zur Lehrveranstaltung machen, obwohl das seit vielen Jahren schon gemacht wird. Das Gleiche mit, also in Wien wird das seit Jahren standardmäßig in den Lehrveranstaltungen gemacht, da kümmert sich auch niemand mehr darum. Das ist irgendwie immer noch aber quasi Status quo in der Wahrnehmung von ganz, ganz vielen Leuten. Ich glaube, dass da noch nicht wahrgenommen wird und
man will es noch nicht so richtig wahrnehmen, dass es eben weitergegangen ist. Und das trifft vor allem auf den europäischen Raum, vor allem auf den kontinentaleuropäischen Raum zu. Wenn man die Diskussion in den USA oder im angelsächsischen Raum generell anschaut, sieht es eben schon ein bisschen anders aus. Das sieht man auch daran, dass wir überhaupt keinen Metadiskurs heute haben. Also es spricht eigentlich noch niemand darüber, dass jetzt etwas Neues anzufangen scheint. Also dieser Metadiskurs scheint noch nicht irgendwie ins Rollen gekommen sein. Das finde ich einen klaren Hinweis darauf, dass das noch nicht eben als neues Phänomen erkannt wurde. Man kann es auch so formulieren, dass diese Historisierung der ganzen Entwicklung noch gar nicht wirklich eingesetzt hat. Das heißt, die Beschäftigung der Historikerinnen und Historiker mit dieser eigenen Entwicklung ist noch relativ spärlich. Es gibt Einzelne, die angefangen haben, aber es ist noch nicht so ganz angekommen. Ich habe gesagt, die Zahl 2011 ist nicht ganz willkürlich. Wir haben es vorher im Beitrag schon gehört, die Digital Humanities, die enge Verzahnung dieser neuen Aspekte mit dem doch jetzt ziemlich neuen Diskurs über Digital Humanities scheint mir offensichtlich zu sein. Digital Humanities ist dann quasi das Dach darüber. Digital History ist auch ein Begriff, der herumgeistert, aber eher weniger gebraucht wird. Und noch nicht so angekommen ist. Die Bedeutung dieser neuen Phase, die ich jetzt da als Hypothese zumindest formulieren möchte, sehe ich, die ist nicht zu unterschätzen in meinen Augen, die sehe ich nämlich dort, dass wir bisher eine ziemlich erstaunliche methodische Stabilität feststellen konnten. Das heißt, in den letzten 15 Jahren hat sich Kern des historiografischen Arbeitens nicht wahnsinnig viel gewandelt. Es hat sich sehr viel in der Arbeitsweise gewandelt, das ist aber eine Art, ich sage jetzt ganz böse, hilfswissenschaftliche Entwicklung gewesen. Und was sich jetzt möglicherweise ändern könnte, dass auch wirklich methodische Veränderungen anstehen. Es ist nicht klar, ob die kommen, das würde ich jetzt nicht behaupten, aber ich würde behaupten, dass das Potenzial da ist, dass die neuen Entwicklungen wirklich auch methodische Veränderungen der historiografischen Arbeitsweise bringen könnten, was bisher, glaube ich, nicht wirklich der Fall war. Um das jetzt nicht in aller Ausführlichkeit Ihnen, also keinen methodologischen Vortrag jetzt noch zu halten, ich glaube, das wäre jetzt nicht mehr die Tageszeit und die Temperatur dazu, habe ich jetzt drei Aspekte herausgegriffen und möchte das jeweils mit einem Beispiel einfach noch zeigen, damit Sie eine Ahnung haben von dem, was ich überhaupt meine. Einzelne Beispiele werden Ihnen vielleicht schon strukturell bekannt vorkommen. Ich habe drei Begriffe, Collaboratories, Data-Driven History und Visual History. Wir haben über Visual History vorher schon einiges gesagt. Das wird sich sehr gut, glaube ich, auch ergänzen. Also ich gehe da nicht in eine grundsätzlich andere Richtung. Und wenn man das nochmal auf dieses Dreieck projiziert und schaut, wir haben diese Information, Collaboration und Beziehungspflege, dann sehen wir, dass wir heute eigentlich ganz stark in diesem Bereich, in der Kollaboration und Information eine Stärkung haben, dass diese Bereiche vor allem betroffen sind. Und meine These ist, dass dieser Bereich in den nächsten Jahren nicht mehr im Vordergrund stehen wird. Das steht quasi im Gegensatz zu dem, was viele heute gesagt haben. Das ist aufgrund der neuesten Entwicklungen aber meine These. Ganz kurz zu den Collaboratories. Das ist nicht neu, das ist überhaupt nichts Neues, das haben wir auch in vielen Beispielen heute gehört. Was meine Beobachtung jetzt an einzelnen Beispielen ist, dass es neue Dimensionen angenommen hat. Sie sehen hier ein Beispiel, wo es darum geht, dass Historiker, Genealogen, Geografen und Sozialmediziner
versuchen, eine relativ große, aber kontrollierte Menge von Daten zusammenzutragen, nämlich die Geschichte von 73.000 Menschen, die nach Tasmanien transportiert worden sind. Das heißt, es ist interdisziplinär, es geht nur in einem sehr internationalen Kontext und es ist eine große Datenmenge, aber doch eine kontrollierbare. Also im Unterschied zu Wikipedia, als eines der Extrembeispiele vom Collaboratory, haben wir hier eine klare Fragestellung, wir haben ein klares Datenziel. Und im Unterschied aber auch auf der anderen Seite von Collaboratories, wie sie in den letzten Jahren verwendet wurde, für einzelne Forschungsprojekte, wo das aber geschlossene Kreise in der Regel waren, ist es hier doch offener. Also es ist so eine neue Entwicklung, vor allem aufgrund der großen Datenmengen. Ich würde das auch so zusammenfassen, es sind neu vor allem Großprojekte, die eine Rolle spielen, aber überschaubare Großprojekte eben. Es ist eine ganz starke Multidisziplinarität und es ist ein ganz klarer Methodenpluralismus und das ist auch wirklich dann neu, der hier angewendet werden muss. Es ist eine Zusammenarbeit von Statistikern und Geografen und verschiedenen Kompetenzen, die jetzt hier für solch ein Projekt einfach nötig sein wird. Ich möchte als zweiten Aspekt aus diesem Bereich die Data-Driven History mal kurz zeigen, da Ihnen drei Stichworte zur quasi Vorgeschichte dazu noch mitgeben. Wir haben das zum Teil schon gehört. Humanities Computing, wie das in den 60er und 70er Jahren hieß, war ein ganz wichtiger Vorläufer und dann gibt es aber einen Bruch und heute geht es mit anderen Konzepten weiter. Wir haben vor allem im französischsprachigen Raum die Histoire Serielle, die ganz wichtig ist als eine Forschungstradition, Annal, zweite und zum Teil dritte Generation, die das praktiziert und auch entwickelt hat, wie man das macht. Das fließt hier in diese Data-Driven History-Diskussion auch ein. Wir haben dann auch für den englischsprachigen Raum etwas wichtiger, die New Economic Historians, die ähnliche Ideen hatten und haben, die gibt es ja auch noch, die sind aber etwas in den Hintergrund gerückt in den letzten Jahren, die ja auch mit Daten und Statistiken arbeiten und hier vielleicht auch einen neuen Impuls kriegen könnten. Für den deutschen Sprachraum auch noch die Bielefelder Schule, die sei nicht unerwähnt, also die sozialgeschichtliche, die Geschichte als historische Sozialwissenschaft, wie das damals so plakativ hieß, die etwas an den Rand gedrängt wurde in den 80er, 90er Jahren, auch in den letzten Jahren noch. Und hier auch wieder, es gibt die erste Methodendiskussion auch um die Bielefelder Schule herum, vielleicht da Impulse geben könnte. Es gibt, und das finde ich sehr spannend, aber auch in diesem Data-Driven History-Kontext auch Impulse von außen, also die wissenschaftsextern sind. Data Journalism ist ganz sicher eines der wichtigsten Punkte. Ich bin sehr froh, dass Nicolas Kaiser-Brill, einer der wahrscheinlich prominentesten Experten hier in Frankreich zu diesem Thema, auch hier hinten sitzt und vielleicht auch mitdiskutieren wird. Ein Beispiel, WikiLeaks, dargestellt in den Medien hier im Guardian, wie man das eben aufbereitet, das sind ganz komplexe Fragen und das färbt auf unseren Wissenschaftsdiskurs natürlich auch ab. Das gleiche gilt für diese ganzen Open Government und Open sonst Data Diskussionen. Da gibt es unzählige Projekte mit unzählig vielen Menschen, die da involviert sind. Hier aus San Francisco ein Beispiel. Da geht es um die Nutzung, um neue kreative Formen der Nutzung von Daten, die eben zugänglich werden. Und das belebt auch diese Diskussion hier in unseren wissenschaftlichen Kreisen, würde ich mal schätzen. Es gibt auch generell seit ein paar Monaten einen unglaublichen, oder ein, zwei Jahren, einen unglaublichen Data-Hype. In den USA erscheinen dauernd Studien über die Bedeutung von Data.
zum Beispiel hier im Science im Februar eine Art Sondernummer, die einfach mal wirklich ein Roundup gemacht hat, was Data für eine neue Diskussionsebene darstellt. Ein Beispiel, das ich Ihnen zeigen möchte, das ist hier aus JSTOR. JSTOR kennen Sie wahrscheinlich, das nehme ich jetzt mal an, ist in Frankreich auch wohl bekannt. JSTOR hat vor kurzem ihre Daten quasi freigegeben für eine neue Art von Recherche. Sie haben hier die Möglichkeit, einen klar umrissenen Textkorpus, sind ungefähr 6 Millionen Volltexte, mit allen Aufsätzen, die da drin sind, abzufragen. Sie haben hier eine sehr präzise Metadatierung. Sie haben die Möglichkeit, deswegen auch ziemlich präzise Anfragen stellen zu können. Sie sehen hier den Kurzversuch, den ich gemacht habe, indem ich Foucault eingegeben habe. Sie sehen es dort oben, den Suchbegriff, und geschaut habe, wie kommt Foucault zwischen 1955 und 2010 in diesem Korpus vor. Jetzt erstaunlich ist vielleicht auf den ersten Blick, dass es hier so plötzlich abbricht. Und das zeigt dann auch schon die Problematik von solchen Korpora. Es ist natürlich die Moving Wall von JSTOR, die uns hier quasi einen Streich spielt. Das heißt, diese Texte hier, die sind noch nicht zugänglich. Also da muss man dann ziemlich aufpassen, das ist jetzt ein sehr triviales Beispiel, aber das ist, zeigt dann eben auch die Spezialitäten von solchen Tools. An sich ist es aber relativ klar, die Daten sind ziemlich robust, weil das eben mit vielen Metadaten versehen ist. Vorbild für dieses Projekt war zweifellos Google Labs Books Ngram Viewer Google, Universität Harvard und vielen anderen. Da ist da die Diskussion, dass die Daten sehr wenig im Moment belastbar sind, weil natürlich das Ganze nicht bekannt ist, also die Gesamtmenge ist nicht bekannt. Also da kann man hier, ich habe jetzt mal France und Germany eingegeben und geschaut, was da rauskommt. Das ist sehr aussageschwach. Also diese Daten, die geben noch nicht so viel her, aber dienten ein bisschen als Vorbild für eben das von JSTOR. Es gibt viele andere bereits. Ein paar Charakteristika dazu. Es sind sehr große Datenmengen. Also wir reden da nicht mehr über die Mengen, die im Humanities Computing verwendet wurden, wo man ein paar tausend oder ein paar zehntausend Datensätze hat. Das sind ein paar Millionen, zum Teil auch Milliarden hier. Sehr oft ist das die Gesamtmenge nicht bekannt, also n gleich Fragezeichen, also die Gesamtmenge ist gar nicht bekannt. Das heißt, wir haben sehr wenig robuste Daten und wir haben auch dafür die Möglichkeit, neue Fragen zu stellen, aber mit sehr viel Vorsicht im Moment noch. Also ich würde sagen, diese Beispiele sind eher Denkmodelle als für die Praxis brauchbare Tools. Was ganz stark im Mittelpunkt steht, wir hatten das ja im Votum direkt vor mir auch gehört, die Visualisierung, das ist ja eines der Schlagworte. Die Data-Driven History lebt natürlich auch von dieser Visualisierung und damit möchte ich auch gleich überleiten zum letzten Aspekt, den ich noch vorstellen möchte, die Visual History oder Visualisierung, je nachdem, wie man es fassen möchte. Visual History ist ein sehr schillernder Begriff, zumindest wenn man das englische Wort im Deutschen verwendet. Ich kann nicht beurteilen, wie es im Französischen wirkt. Es ist einerseits gemeint die Geschichte oder Geschichten von Bildern. Also ein bisschen das, was in der Kunstgeschichte gemacht wird. Man nimmt, hat ein Bild und schaut sich die Geschichte dieses Bildes an. Es gibt einen zweiten Aspekt, Geschichte in Bildern. Und zwar ist das die Idee, was man Bilder als Quellen verwenden kann. Also eine klassische historische Bildanalyse, wie das seit den 1980er Jahren eigentlich zum Repertoire der Geschichtswissenschaft gehört. Ein drittes
das wohl auch sinnvollerweise dazugezählt werden sollte, das ist die Geschichte, ich mache das jetzt sehr plakativ hier, die Geschichte mit Bildern. Das heißt, Geschichte darstellen mit visuellen Effekten oder eben mit Bildern. Da gibt es viele Beispiele, wir haben heute ja auch einiges gehört dazu. Ich möchte ein Beispiel zeigen, das sozusagen Daten kombiniert, große Datenmengen kombiniert eben mit Visualisierungstechniken. Sie kennen vielleicht das United States Holocaust Memorial Museum in Washington und Sie kennen vielleicht auch ein ganz großes Projekt, das dort, Projektverbund muss man fast sagen, das dort läuft, Geographies of the Holocaust, wo eben verschiedene Visualisierungstechniken ausprobiert werden. Für Fragen ist dann Eva Pfannzelter zuständig. Sie ist eine der Expertinnen in diesem Feld und arbeitet auch dazu selber und können Sie dann löchern mit Fragen. Ein Beispiel aus diesem Projektverbund habe ich herausgenommen, Camp Evacuation Routes im Januar 1945. Also die Frage, wann und wie und in welchen geografischen Gegebenheiten wurden die Menschen evakuiert aus Auschwitz. Und das tönt etwas trivial, ist aber gar nicht so einfach. Sie sehen hier auf dieser Karte, es war ja nicht nur ein Camp, es waren ja verschiedene Konzentrationslager um Auschwitz herum. Das ist hier schon mal visualisiert, das sieht man auch gar nicht so oft in den Schulbüchern oder auch in den wissenschaftlichen Büchern. Und zusätzlich sind die einzelnen Routen eingetragen, und zwar kodiert, je nach quasi Zahl der Menschen, die diesen Weg gewählt haben und dann nochmals zusätzlich auch farbkodiert mit den Tagen, wo das geschehen ist. Das war ja eine relativ kurze Angelegenheit. Jetzt ist diese Karte an sich schon relativ aussagekräftig. Also man kann da, wenn man in der Forschung drin ist, relativ viel herauslesen, dass man sonst ganz schwierig kommunizieren könnte. Neue Fragestellungen, das finde ich eben das Spannende, neue Fragestellungen sind aber möglich, wenn man diese quasi georeferenzierten Daten dann noch mit anderen Wirtschaftsdaten zum Beispiel oder Sozialdaten zu diesen Dörfern um Auschwitz herum korrelieren würde und schauen würde, gab es einen Zusammenhang über die Bevölkerungsdichte in den einzelnen Dörfern, sind die Leute dort durch oder haben sie einen Bogen gemacht um die Ortschaften und, Sachen, die wir jetzt hier nicht drin haben, die sich aber anbieten quasi zu einem Mash-up, also zu einer Vermischung von zwei, drei Kartenebenen. Und das finde ich schon einen wirklich auch neuen Aspekt von Geschichtswissenschaft, der bisher, glaube ich, noch nicht so gemacht werden konnte. Ja, zwei Sätze nur. Ich glaube, es gibt eine ungeheure Dynamik. Ich würde sagen, seit höchstens zwei Jahren geht da richtig die Post ab. Das hatten wir schon mehrmals. Denken Sie an die Zeit kurz vor der Blase, vor dem Platzen der Blase 2000. Was jetzt für uns Historikerinnen und Historiker, glaube ich, ein bisschen anders ist, es geht jetzt wirklich, ich sage es nochmal, um die methodischen Fragen, also zumindest meine These, die Fragen, die uns jetzt anstehen, die hätten meiner Meinung nach das Potenzial, auch tiefergreifende Diskussionen, als wir sie in den letzten 15 Jahren geführt haben, auszulösen. Ob wir das wollen, weiß ich nicht. Ob wir das können, weiß ich auch nicht, aber meine These zumindest ist, dass hier einiges drin liegt. Ich habe eine ganze Menge von Fragen, die noch offen bleiben, die lasse ich Ihnen jetzt mal aus. Es geht um curriculare Einbindungen, es geht um die Frage des Statuses von Digital History. Ist das eine Hilfswissenschaft oder ist das einfach ein Kern unseres Arbeitens? Wie kompatibel sind diese Methoden mit den gängigen Methoden, Diskursanalyse, Sozialgeschichte, Alltagsgeschichte, ist alles noch völlig offen. Ja, und weil wir uns dem Ende der Tagung nähern, dann mache ich jetzt auch hier einen Schlussstrich und sage Ihnen in allen Landessprachen der Schweiz Danke.